Willkommen zu einem neuen Video. Endlich. Wie lange haben wir jetzt kein Video mehr veröffentlicht? Zwei Monate. Ja. Uns kam nämlich spontan ein Umzug in den Weg. Wir haben ja eigentlich gesagt, als nächstes kommt das Fuerteventura-Video, unser kleiner Reisevlog. Jetzt sind wir spontan umgezogen. Deshalb sind wir nicht dazu gekommen, das Video fertig zu machen, aber das kommt als nächstes. Wir dachten, wir filmen euch jetzt eine kleine Roomtour ab. Wir machen jetzt monatlich ein Update. Deshalb stehen hier noch ein paar Kisten rum. Es herrscht noch ein bisschen Chaos, weil uns fehlen Möbel. Wir haben aber neue bestellt. Wir werden deshalb die Sachen dann einräumen und dann in einem Monat seht ihr, wie sich das verändert hat. Ich möchte dazu sagen, wir haben kein typisches Instagram-Pinterest-Haus. Also da darf auch mal eine Cornflakes-Packung in der Küche stehen oder eine Zeitschrift irgendwo rumliegen. Oder ein kleiner Krümel am Boden sein. Viel mehr Realität oder wie man so schön sagt. Ich würde sagen, wir starten. Ich hoffe, das Licht stimmt hier. Hier ist unser Flur. Also hier Eingangstür, dann geht das hier rüber. Und wenn sich Nico jetzt einmal dreht, einmal in die Richtung, es geht halt noch weiter bis zur Treppe. Das heißt, wir haben einen richtig großen Flur, das sind wir gar nicht gewohnt. Genau, hier haben wir jetzt unsere Schuhe drin. Das Regal müssen wir auf jeden Fall erweitern, weil ich habe ein bisschen zu viele Schuhe. Aber wir haben Möbel bestellt, auch für den Flur. Was genau, sage ich jetzt noch nicht. Das seht ihr dann, wenn wir das Update machen. Hier geht's zum Gäste-WC. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht zeigen. Ist klein, aber fein. Ein bisschen größer als das letzte. Zeitenklo. Genau, hier geht es schon rüber in die Küche und wir haben entdeckt, was für ein Vorteil es hat, eine geschlossene Küche zu haben. Ich möchte nie wieder eine offene Küche haben, weil man kann einfach die Tür zumachen, wenn man kocht und dann stinkt es nicht durchs ganze Haus und man hält die Katzen von der Küche fern. Genau, die Küche, die konnten wir von den Vormietern übernehmen, die haben wir abgekauft. Die ist maßgefertigt für den Raum hier. Von Nolte. Das ist eine Nolte-Küche. Genau. Der Platz, der reicht. Das ist ein richtig cooler Backofen. Und ein Induktionsherd. Ein Induktionsherd, die geilste Erfindung auf der ganzen Welt. Das Wasser, das kocht innerhalb von einer Minute. Was ist das? Du darfst unseren WLAN-fähigen Geschirrspüler nicht vergessen. Der falsch geliefert wurde, weil wir wollten einen mit so einem Besteckfach hier oben. Ja, aber... Und die haben das da geliefert. Ja. Und das Schlimme ist, wenn man da Besteck reinfallen lässt und dann mit der Hand an das dreckige Besteck kommt, da kriege ich zu viel. Das ist dann dieser Würgeeffekt, dieser... Ja, auch wenn es von mir war, aber... Ja. genau, hier wissen wir noch nicht so ganz, was wir machen. Eventuell kommt hier noch ein kleinerer Tisch hin, mit einem Stühlchen oder so, oder da kommt irgendein anderer Korbstuhl mit einem kleinen Tischchen hin, halt irgendwie so, dass man sich da noch kurz hinsetzen kann. Dann haben wir hier unsere kleine Kaffeebar. Das haben wir auch neu, das Regal, da passt die Kaffeemaschine wunderbar drüber. Und wir wollen halt hier über den Kühlschrank, der auch neu ist, schön side by side mit Eiswürfel-Crusher. Also wir können normale Eiswürfel machen und gecrushed für Cocktails und so. Richtig cool. Genau, darüber soll halt so ein Brett noch, dass wir da noch was hinstellen können. Und dann hier so kleine Regale, dass da Sirup drauf kann, ein paar Tassen und so. Dann haben wir eine richtige Kaffee-Ecke. Ich frage mich gerade, wo dann irgendwann die silberne Kaffeemaschine hin soll, die ich noch haben möchte. Die silberne? Ja. Kenne ich die schon? Mit Stempeln und so. Ach, du meinst hier so eine Siebträgermaschine? Ja, ja, da müssen wir mal gucken. Kaffee ist so ein kleines Hobby von uns geworden. Irgendwie. Ja, schmeckt ja auch gut. Der Hauswirtschaftsraum, der ist komplettes Chaos. Ja. Ich mach mal gerade ein bisschen Licht an. Ich glaube, dann ist es ein bisschen besser. Da können wir euch dann umso besser die Entwicklung zeigen, weil hier kommt halt noch ein normaler Schrank hin. Ich gehe gerade mal ein bisschen zurück. Und dann kommt über die Waschmaschine kommt noch ein Brett oder so, dass man halt da drauf was stellen kann und die Wäsche falten kann und so. Ist halt ein Hauswirtschaftsraum, da muss halt auch nicht schön aussehen. Nein. Genau, hier haben wir unsere Katzenklos stehen. Das wollen wir noch so umbauen, dass das andere noch daneben passt. Das wird dann nach links geschoben und hier kommt dann das Schuhregal hin, wenn das neue Flurregal da ist.
was wir dann auch noch ein bisschen ausbauen können, weil da ist ja dann noch ein bisschen frei. Dann haben wir die Schuhe auf dem Platz, weil da sind noch die anderen. genau, hier werden wir wahrscheinlich eine kleine Bank hinmachen. Einfach, dass es schön aussieht. Und vielleicht so ein Spiegel oben drüber. Ist auch ganz cool. Gute Idee. Ja, ne? Auf jeden Fall haben wir genug Fläche hier von über 2,5 Meter. Ja. So, und das hier ist unser Lieblingsraum. Das Wohnzimmer. Wir haben hier, wenn Nico mal vorbeikommt, unsere Küchenvitrine untergebracht. Ist eigentlich total praktisch, weil da die Gläser sind, die wir dann auch direkt am Tisch räumen können. Hier steht der Fernseher mit der Soundanlage und so cool Plattenspieler. Genau, da werden wir auf jeden Fall noch was anderes kaufen. Vielleicht irgendwas Schwebendes oder nur so ein einzelnes Ding. Sandboard. Ich habe eine wunderschöne Pflanzenecke. Schaut euch das mal an. Ich habe nur gemerkt, dass die auf der Heizung ein bisschen häufiger Wasser brauchen. Mhm. Ja. Aber das Pflanzenupdate, das kommt auch irgendwann diesen Monat, nächsten Monat, würde ich sagen. Das können wir auf jeden Fall auch noch online bringen. Das will ich jetzt einmal im Monat machen. Dann halte ich euch da ein bisschen auf dem neuesten Stand. Sarah. Am Ratzen, dass das sie am besten kann. Ja, denen geht's gut. Die haben sich auch gut, die haben sich auch gut eingelebt, ne? Ja, das war einfach, ja. Mhm. Genau, Sofa haben wir genauso hingestellt wie vorher. Die Kiste, die muss noch weggeräumt werden. Ich weiß noch nicht wohin, genau das meinte ich. Ja, unser Esstisch, unser Schiefer-Esstisch, der auch noch ausgesondert wird. Also da kommt definitiv was anderes hin. In Echtholz, passend zur Bank. Die Bank haben wir nämlich neu. Ja. Das ist eine Eichen-Massivholzbank mit diesen Eisenkomponenten. Und die ist einfach super bequem, weil die ist schön groß. Wir werden da noch so ein paar Kissen drauflegen und irgendwelche Unterlagen oder so, damit man nicht mit Knöpfen oder so da irgendwas reinsetzt. Aber ich finde, die ist richtig schön. Die ist super schön. Wenn du einmal hier rumkommst, ich habe meine Pflanzenvitrine etwas umfunktioniert. Das ist jetzt eine Lego-Vitrine. Da ist meine tolle Lego-Eule drin. Dazu gibt es übrigens auch noch ein eigenes Video. Mhm. Die Schallplatten sind da drin, unsere Hochzeitskerze und da kommt noch was anderes rein, auch von Lego. Und hier drüber habe ich mir überlegt, weil da ja diese Harry Potter-Eule ist, brauche ich unbedingt Harry Potter-Zauberstäbe, die man so an diese Wand aufhängen kann. Und dann, also auf so ein Holzding. Das heißt, es könnte schön da drüber. Oder da. Mal gucken. Wissen wir noch nicht. Ja, noch ein paar Pflanzen und unser süßer kleiner Garten. Kannst du da rausgucken oder musst du ein bisschen raus? Ja, das geht eigentlich ganz gut. Also das spiegelt gar nicht. Man sieht alles. Alles ist nass. Da habe ich jetzt irgendwie keine Lust rauszugehen. Da rechts haben wir die Lounge stehen auf diesen Holzbrettern. Die daneben ist ein kleiner Bachlauf. Ich würde sagen, im Sommer, wenn wir da alles fein gemacht haben, zeigen wir den Garten noch genauer. Genau, hier haben wir so eine überdachte oder halb überdachte Terrasse. Genau. Und ganz viel Feld. Wo bleibst du? Meinen Schminktisch haben wir hier untergebracht. Ich weiß noch nicht, ob ich den aussondern werde, weil eigentlich brauche ich den nicht mehr, weil so viel schminke ich mich nicht und das kriege ich auch im Badezimmer hin. Genau. Badezimmer. Wir hatten noch nie so ein großes Badezimmer, obwohl in deiner ganz ersten Wohnung. Ja. Wir hatten ja nur so ein mini, mini kleines Badezimmer. Und jetzt guckt euch das mal an. Das sind wir gar nicht gewohnt. Diese Größe. Guckt ihr das mal an. Mit Badewanne und Dusche. Zwei Waschbecken, Leute. Zwei. Wir können gleichzeitig Zähne putzen, ohne uns auf die Hand zu spucken. Genau. Viele drunter lassen uns auch irgendwas schreinern, weil es halt von der Höhe und Breite und was dann hier irgendwie so rüber geht. Das werden wir euch aber auch in einem Update zeigen, wenn es irgendwann mal da ist. Wir haben eine Badewanne, wir haben eine Dusche. Euch interessiert vielleicht der Grund, weshalb wir umgezogen sind. Weil wir sind ja erst vor anderthalb Jahren umgezogen. Wir hatten allerdings Hochwasser in Rheinbach. Also falls ihr euch erinnern könnt, je nachdem aus welcher Region ihr kommt, vor knapp über einem Jahr war ja dieses extreme Hochwasser und Rheinbach war auch sehr betroffen, zwar nicht so schlimm wie Altena und so weiter. Aber da stand halt in der Innenstadt auch ziemlich hoch das Wasser, da gibt es immer noch Läden, die nicht offen sind, weil alles kaputt ist.
Und bei uns war halt der Keller betroffen. Und der Keller hat jetzt über das Jahr angefangen zu schimmeln. Aber extrem. Und unsere Vermieterin hat leider nichts dagegen gemacht. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Die Wäsche hat gestunken. Es war irgendwie, der ganze Keller war feucht, die Wand war feucht. Nico hat es richtig an seiner Gesundheit gemerkt. Er hatte irgendwie die ganze Zeit irgendwas auf der Lunge sitzen und schnupfen. Und deshalb, wir haben natürlich schon vorher angefangen zu suchen, aber so schnell findet man ja nichts. Ja, und deshalb müssen wir umziehen. Wir sind jetzt auch richtig, richtig froh, raus zu sein, dass wir was Neues gefunden haben. Hier das Haus hat ungefähr 130 Quadratmeter. Genau, ist wieder in der alten Heimat von mir, sagen wir es mal so. Und von der Nähe zur Arbeit ist ungefähr gleich, vielleicht 15 Minuten länger. Tada! Das hier ist unser wunderschönes Schlafzimmer, klein aber fein. Wir haben einen viel größeren Raum hier oben. Wir haben uns aber gedacht, den können wir für was anderes gebrauchen, dazu aber nachher. Wir haben hier halt einfach nur das drin, was man braucht. Das Bett, Kommode, Kleiderschrank. Die Kommode ist noch aus dem alten Haus, kennt ihr sicherlich noch. Hinter das Bett haben wir, weil da ja jetzt kein Nachttisch mehr hinpasst, haben wir so ein kleines Holzbrett selber gemacht. Eingewachst und halt mit so, wie heißen die Dinger, die wir da drunter gemacht haben? Ja, ja, so Stützen, ja, diese Stützen drauf. Genau. Deshalb stehen da jetzt auch die Lampen drauf und die Ladekabel. Und an den Kleiderschrank kommen noch Türen, damit wir die Katzen tagsüber hier reinlassen können. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Chaos. Uns fehlt hier noch ein Regal, das kommt aber jetzt auch die Tage. Ja, wir haben hier einfach einen kleinen begehbaren Kleiderschrank draus gemacht. Eigentlich ist es eine Abstellkammer. Und wir haben hier so Stangen gekauft, die man einspannen kann und links und rechts mit einer Schraube festmacht. Und mit zwei Schrauben? Naja, auf jeden Fall ist mir geboren. Genau. Weil den Abstellraum, den hätten wir nicht gebraucht. Ja. Hier ist, ja, mein Hobbyraum. Das wird mein Malzimmer. Ja, was soll ich dazu sagen? Mein Mal- und Pflanzenzimmer. Wie man sieht, sieht man nichts, weil es vollgestellt ist. Ja. Hier fehlt halt ganz wichtig ein Schrank, der auch bestellt ist. Das heißt, das ganze Mahlzeug, was hier liegt, kommt hier in den Schrank rein. Der kommt hier an. Hier stehen wird. Ja. Hier kommt der hohe Teil hin, hier der tiefe, die Staffelei kommt in die Ecke. Dann haben wir ja auch endlich wieder ein bisschen Ordnung. Dann wird auch jede Kiste leer sein, weil es alles da reinpasst. Und dann kann ich endlich wieder malen. Das fehlt mir nämlich richtig. Das kommt mir nämlich und wir haben Ordnung. Ein, zwei Monate nicht machen. Genau. Und guckt euch die mal an. Die habe ich. Ein Pflanzenteaser? Neu bestellt. Genau, das ist ein Teaser für das neue Pflanzenvideo. Das finde ich wunderschön. Aber was es mit dieser Pflanze auf sich hat und wieso ich mich so darüber freue, dass sie lebt, ja, dazu mal anders. Und dann haben wir noch einen versteckten Raum hier in der Ecke. Der größte Raum. Hier in dem Stockwerk. Ist, ja, was soll das anders sein, unser Büro bzw. Gaming Room mit der coolsten Aussicht. Wollen wir die mal zeigen? Tada! Hier sieht man auch noch mal ein bisschen unseren Garten jetzt von oben drauf. Mhm. Ne? Da ist die Lounge. Ich guck mal, ob ich das ein bisschen zeigen kann. Hier ist dieses Wasserspiel und da hinten einfach nur Feld. Ja, wir haben hier richtig viel Ruhe. Ja. Hier vor dem Fenster bietet es sich an, meine ganzen Pflanzen zu stellen. Definitiv, der Bonsai fühlt sich wohl. Genau, rechts, wenn du nach rechts schwenkst, zieht auch noch ein paar Pflanzen, Spiele. Mhm. Und wenn du nach rechts schwenkst, haben wir hier sensible Daten. Ja. Genau, hier unser Gaming PC, den ich gleich nutzen werde. Ich spiele nämlich gleich Kena. genau, hier sollen halt noch zwei Langplatten hin, die komplett von links nach rechts übergehen. Hier ist Nikos Homeoffice Platz. Eventuell wäre hier dann noch Platz dann für einen zweiten Gaming-Bereich. Ich habe da nämlich sowas, mit dem ich nie beuge. Genau, wir werden dann hier mit so einer 3D-Wand arbeiten, darüber noch ein kleines Regal packen für ein bisschen Deko.
Unsere Bar hat es erstmal hier reingeschafft. Die werden wir aber irgendwann verkaufen, also wenn ihr Interesse habt, kommentiert gerne. Hier kommt dann ein Sofa hin, gegenüber am Fernseher für die alten Konsolen, die PlayStation 2 und Wii. Vielleicht kommt da noch eine Wii U hin, wissen wir noch nicht. Bestimmt. Das wäre ganz cool. Oder ein Gamecube. Was für ein Ding? Ein Gamecube. Genau. Ja. Und hier wird dann auch übrigens der VR-Bereich sein. Darauf freue ich mich richtig. Also wir haben noch keine VR-Brille, aber es kommt auf jeden Fall eine. Und für hier haben wir auch was bestellt. Dazu aber auch im nächsten Video, würde ich sagen. Hier können wir nämlich dann auch ein bisschen Videos produzieren. Hier kommt dann ein Ringlicht hin, vielleicht so eine Softbox, die dann noch so offen steht. Haben wir das Sofa, worauf wir sitzen können. Ja. Ja. Das war unser Häuschen. Also für die jetzige Zeit reicht der Platz auf jeden Fall definitiv. Klar, irgendwann der Wunsch des Eigenheims ist immer noch da. Aber das kann man ja im Moment leider nicht bezahlen. Bei den Zinsen und den Energiepreisen und bei den Kaufpreisen von 600.000 Euro für ein Dreizimmerhaus mit 110 Quadratmetern. Bei wohlgemerkt 5-6% Zinsen. Ja, und renovierungsbedürftig. Ja. Ja, hoffentlich kommen wir irgendwann bessere Zeiten. Aber wir denken nicht ans Umziehen, wir fühlen uns hier wohl. Ja. Also freut uns, dass ihr zugesehen habt. Gebt uns gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal hier und gerne auch auf Instagram. Das nächste Video wird das, ich denke, das Fuerteventura-Video sein. Ja, genau. Fuerteventura. 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 Genau das. Ja, und dann kommt vielleicht schon ein Update, vielleicht auch erstmal ein Pflanzen-Update. Ja. Ah, ich denke mir gerade eine Videofrage aus. Was können wir denn als Videofrage nehmen? Als Videofrage? Um ein bisschen Traffic in den Kommentaren zu generieren. Gute Frage. Was ist die letzte Serie, die ihr euch angeschaut habt? Was könnt ihr uns empfehlen? Wir sind richtige Serien-Junkies. Dazu können wir eigentlich auch mal ein cooles Video machen, was ich schon geguckt habe. Ja, und Cola, der frisst mal wieder Pflanzen. Cola, das schmeckt nicht. Ja, ich würde dann sagen in dem Sinne, tschüss.